Hallo Freunde, schaut mal, was für ein riesen Schokoladenüei ich gekauft habe. Das ist so groß wie ein Straußenei. Ich werde jetzt ganz vorsichtig mit einem Messer die beiden Seiten voneinander trennen und die Überraschung rausnehmen. Vorsichtig, vorsichtig, ups, abgerutscht. Okay, die Hälften sind noch ganz und nun seht euch das an. Wow, was für eine große Überraschung. Dazu kommen wir am Ende des Videos, wo ich auch einige von euch grüßen werde. Ich schütte jetzt ein paar bunte Erdnüsse in die beiden Hälften und lege sie wieder aufeinander. Jetzt versuche ich sie mit einem Brenner wieder zusammenzuschmelzen. Okay, das dürfte reichen. Zugegeben, es sieht nicht so schön aus, aber ich bin mir sicher, ihr bekommt es besser hin. Kommen wir zum zweiten Hack. Dazu habe ich einen Schokoladenhasen gekauft. Nun öffne ich ihn, aber nur oben. Danach schneide ich ein kleines Loch in sein Ohr. Die Schokolade ist dicker als ich dachte, aber ich bekomme mein Loch. Man kann natürlich auch ein Stück abbeißen. Als nächstes stecke ich einen kleinen Trichter in das Loch und kippe den Hasen mit Kakao voll. Strohhalm rein. Und wie findet ihr es? Ich lasse euch auch probieren. So will doch jeder seinen Kakao trinken, oder nicht? Kommen wir zum dritten Hack. Ich färbe erstmal das Wasser mit Lebensmittelfarbe. Nun kommt der Trick, einfach das Ei in einen Schneebesen drücken, damit man es nicht stundenlang im gefärbten Wasser suchen muss. Und rein in das Glas. Ein wenig rühren und fertig. Ich grüße noch Fangirl, Dr. Hallo, Sinan, Holm, Elena, Lukas und Nana. Freunde, ich wünsche euch schöne Ostertage. Wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir doch mit einem Daumen. Teilt es mit euren Freunden und lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal bei Monkey TV. Ciao.